Erstens, die vier Grundsätze. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wisse, möge Allah sich deiner erbarmen, dass wir vier Grundsätze lernen müssen. Erstens, das Wissen, das heißt Kenntnis über Allah, über seinen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm. Und Kenntnis über die Religion, und zwar des Islam, anhand der Beweise. Und zweitens, das Handeln danach. Der Grund, warum der Verfasser, rahimahullah, sein Werk mit der Basmala im Namen Allahs begonnen hat, ist zum einen dem Buch Allahs, und zwar dem Koran, und den Propheten, Friede und Segen seien auf ihnen, zu folgen. Zweitens, den Gelehrten und den rechtschaffenen Vorfahren zu folgen, die ihre Werke ebenso mit der Basmala begonnen haben. Und drittens, den Segen zu erlangen, indem man bei jeder Tätigkeit mit Allahs Namen beginnt. Wie wir schon in der Einleitung erwähnt haben, zeichnet sich der Verfasser dieses Werkes dadurch aus, dass er Bittgebete für die Studenten des Wissens spricht und für sie um Barmherzigkeit bittet. Dies deutet auf folgende Dinge hin. Einmal, die Religion des Islam ist von Grund aus auf Barmherzigkeit aufgebaut und die Barmherzigkeit der Gelehrten von Ahlus Sunnati wal Jama'a gegenüber ihren Schülern. Das Wissen ist die Wahrheit anhand der Beweise zu erkennen und das Gegenteil davon ist die Unwissenheit. Es wurde in Bezug auf die Verbindung vom Wissen zu den Taten gesagt, das Wissen ruft zum Handeln auf. Entweder man folgt diesem Ruf oder das Wissen wird fortgehen. Damit ist gemeint, dass man entsprechend seines Wissens handeln soll, da das Wissen ohne Handeln keinen Nutzen bringt. Wenn also jemand lernt, so ist es Pflicht für ihn, nach dem Gelernten zu handeln, da er sonst eine Ähnlichkeit mit den Juden besitzt, die das Wissen bekommen, aber nicht danach gehandelt haben. Im Koran heißt es, diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen ihn, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Es sind diejenigen, die sich selbst verloren haben, denn sie glauben nicht. Die ersten, mit denen das Höllenfeuer entfacht wird, sind drei. Zu ihnen wird ein Gelehrter gehören, der das Wissen zwar gelernt, aber nicht danach gehandelt hat. Drittens, die Da'wa, das dazu Aufrufen, der Aufruf zum Weg Allahs ist auf bestimmte Regeln und Voraussetzungen aufgebaut, zu denen gehören erstens, dass sie mit Aufrichtigkeit durchgeführt werden. Zweitens, dass sie auf islamisch authentischem Wissen basiert. Drittens, dass sie mit Weisheit und Geduld durchgeführt wird. Und viertens, dass man den Wissenszustand derjenigen, die aufgerufen werden, beachtet. Der Beweis für diese Voraussetzungen sind die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala im Koran. Sag, das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Ich und diejenigen, die mir folgen, preis sei Allah. Und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Allahs Worte, sagt, das ist mein Weg, bedeutet, das, worauf hier hingewiesen wird, sind die Gesetze, mit denen der Prophet, alaihi salatu wassalam, gekommen ist. Allahs Worte, ich rufe zu Allah, bedeutet, der Rufer zu Allah ist derjenige, der aufrichtig ist und die Menschen zum Weg Allahs führen möchte. Und ebenso die Worte Allahs, aufgrund eines sichtbaren Hinweises bedeutet, mit dem sichtbaren Hinweis ist das Wissen gemeint. Und es beinhaltet in diesem Fall das Wissen über erstens die Religion, zweitens den Zustand derjenigen, die aufgerufen werden, und drittens die Mittel, die einem zu diesem Ziel führen. Als würde der Verfasser rahimahullah ta'ala sagen wollen, dass wenn man das Wissen verinnerlicht und danach gehandelt hat, ist man verpflichtet, dem Weg des Propheten alaihi salatu wassalam, dem der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und dem der rechtschaffenen Vorfahren zu folgen, so wie Allah im Koran sagt, sag, dies ist mein Weg,
Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises, ich und diejenigen, die mir folgen. Viertens, geduldig zu sein, die Erschwernisse zu ertragen, die einem auf diesem Weg begegnen, und der Beweis hierfür sind die Worte Allahs im Koran: Beim Zeitalter, der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Der Verfasser rahimahullahu ta'ala erwähnt im Anschluss auf den Aufruf zum Weg Allahs die Geduld, als würde er uns damit sagen, dass demjenigen, der diesen Weg beschreitet, Erschwernisse begegnen werden, so wie sie den Propheten und Gesandten begegnet sind, so ist es verpflichtend, geduldig zu sein. Die Geduld ist einmal im islamischen Sinne, den Unmut der eigenen Seele über das, was einem widerfährt, zurückzuhalten, und sprachlich das Zurückhalten. So unterteilt Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala die Geduld in drei Kategorien. Erstens die Geduld bei der Durchführung der Gottesdienste. Zweitens die Geduld beim Fernhalten von Sünden. Und drittens die Geduld beim Ertragen der vorherbestimmten Schicksalsschläge. Nachdem der Verfasser rahimahullah die vier Grundsätze aufgezählt hat, erwähnte er den Beweis dafür aus dem Koran, und zwar die Sura Al-Asr. Was ist also der Grund dafür, dass der Verfasser, rahimahullah, die Dinge immer in Verbindung mit ihren Beweisen erwähnt? Zum einen, damit der Schüler die Fähigkeit bekommt, auf die richtige Weise Urteile aus den Beweisen herleiten zu können. Zweitens, damit der Schüler in Streitgesprächen durch entsprechende Beweise argumentieren kann, damit er den Schüler dazu erzieht, den Beweisen zu folgen. Genau. So sagte Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, wenn Allah neben dieser Sura keine anderen Beweisen für seine Geschöpfe offenbart hätte, so würde diese Sura allein schon vollkommen für sie ausreichen. Seine Absicht, möge Allah sich seiner erbarmen, dass diese Sura alleine schon vollkommen ausreicht, den Menschen klarzustellen, dass sie handeln, dann dazu aufrufen und geduldig sein müssen. Was ist dann mit dem restlichen Suren im Koran? Imam al-Bukhari rahimahullah fügt in seinen Hadith-Sammlungen einen Abschnitt mit der Überschrift »Wissen kommt vor Wort und Tat«. Der Beweis dafür sind Allahs Worte im Koran: So wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und bitte um Vergebung für deine Sünde und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Und das ist der Beleg dafür, dass Wissen vor Wort und Tat kommt. Imam al-Bukhari, rahimahullah, der Führer der Gläubigen in der Hadith-Wissenschaft, fügte in seiner Hadith-Sammlung einen Abschnitt mit der Überschrift »Wissen kommt vor Wort und Tat« und erwähnt den Beweis dafür, deshalb ist es verpflichtend. In diesem Vers sprach Allah erst über das Wissen, welches man sich aneignet, bevor man redet oder handelt. Wer jedoch ohne Wissen handelt, besitzt eine gewisse Ähnlichkeit mit den Christen, die das Wissen verloren haben und ihre Religion ohne authentisches Wissen praktizieren.